So eine moderne Aktivanlage klingt schon richtig fein. Wenn man aber es wie wir hier auf die Spitze treibt und versucht, kleine Anlagen mit hoher Ausgangsleistung zu bauen und dabei auch möglichst kleinen Verkabelungsaufwand machen möchte, geht man vielleicht schon mal an die Grenzen des Machbaren, was die Stromverkabelung angeht. Und dann ist es wichtig zu prüfen, wie geht es der Endstufe, was macht die Temperatur, was macht die Stromversorgung, ist die Stromversorgung noch im grünen Bereich. Und um dieses zu prüfen, haben wir hier im DSPPC-Tool eine sehr interessante Sache eingebaut bekommen, nämlich unter dem Reiter DCM gibt es hier einen Punkt, normalerweise ist es ja hier auf dieser Ebene einen Punkt Device Monitor. Und dieser Device Monitor, mit dem kann ich mir anzeigen lassen, wie es der Endstufe geht. Wir haben hier die Temperatur, wir haben hier die Betriebsspannung und können schauen, wenn wir die Musik aufdrehen. Was mit der Spannung passiert. Hier haben wir eine 10-Volt-Grenze, die darf an sich gar nicht unterschritten werden. In diesem Fall haben wir das erprobt, dass mit laufendem Motor die Spannung nie unter 12 Volt sinkt. Wenn ich den Motor einschalte, wird es auch sichtbar, dass die Spannung steigt. Hier haben wir die Temperatur und alles ist in bester Ordnung. Dieser Device-Monitor, der sagt wirklich aus, was in der Endstufe passiert. Wie ihr gesehen habt, kann man mit dem Device-Monitor die Installation der Anlage ganz gut überprüfen. Sollte die Spannung wirklich unter 10 Volt sinken, ist es notwendig, die Stromversorgung zu überarbeiten und den Massepunkt und die Sicherung sich anzuschauen. Gegebenenfalls, wenn es eine M5.4 DSP wäre, kann man die Endstufe auch mit Power-Modus setzen, dann ist der Stromverbrauch deutlich geringer. Und sollte die Endstufe zu heiß werden, ist es notwendig, einen anderen Montageort zu suchen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Clip. Ciao.